Endpunkt der UNESCO-Welterbestrecke der Albula-Linie und gleichzeitig Ausgangspunkt der Bernina-Linie der Rätischen Bahn. Die Alpenregion Engadin-St. Moritz gilt als Geburtsort des Wintertourismus und war Schauplatz von zwei Olympischen Winterspielen. We will shortly be arriving at St. Moritz, the final station of the UNESCO World Heritage section of the Albula Line. And at the same time, it's the starting point of the Bernina Line of the Rhaetian Railway. The alpine region of the Engadin St. Moritz counts as the place where winter tourism was born and was also twice the site of the Winter Olympic Games. Thank you.
wenigen Minuten fahren wir über einen der Höhepunkte auf der UNESCO-Welterbestrecke, den 142 Meter langen und 65 Meter hohen Landwasserviadukt. Er ist eines der imposantesten Bauwerke der Rätischen Bahn und schwingt sich in elegantem Bogen direkt in einen Tunnel in der steil abfallenden Felswand. In a few minutes we will be crossing the 65 meter high Landwasser Viaduct. It is one of the most impressive constructions on the line, as it curves elegantly above the valley below before entering a tunnel carved into a sheer rock face. After leaving Filisur, the train winds higher up to the railway village of Bergün. In Bergün, the Albula Railway Museum is stationed. History experience the excitement of pioneering feats and be fascinated by the UNESCO World Heritage Rhaetian Railway.
sind hier im spektakulärsten Teil der Albula-Linie. Gleich einem Karussell überwindet der Zug im Kehrtunnel die Höhenmeter und wechselt dafür viermal die Talseite. Bei Preda erreichen wir das Herzstück der Albula-Linie, den 5865 Meter langen Albula-Tunnel. Er verbindet das Albula-Tal mit dem Engadin. Der im Jahr 1903 eröffnete Albula-Tunnel wird bis zum Jahr 2024 durch einen Neubau ersetzt. Here we are, in the most spectacular section of the Albula line. Like a carousel, the train ascends the heights through spiral tunnels and in the process crosses the valley four times. The view from the window can be confusing. At Preda, we reach the heart of the Albula line, the 5,865 meter long Albula tunnel that connects the Albula valley with the Engadin. This tunnel, which opened in 1903, is scheduled to be replaced with a new tunnel by 2024.